Herzlich willkommen. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, welche Funktionen das Konto in Primo bietet und wie man diese nutzt. Um alle Kontofunktionen nutzen zu können, müssen Sie sich in Primo anmelden. FU-Studierende nutzen dafür Ihren FU-Account. Beschäftigte der Freien Universität und alle anderen Nutzenden verwenden bitte die Zugangsdaten, die Ihnen bei der Anmeldung mitgeteilt wurden. In der Regel ist die Benutzernummer die Zahlen- und Buchstabenkombination zwischen den Sternchen auf dem Bibliotheksausweis. Als Passwort voreingestellt wird Ihr Geburtsdatum. Sechsstellig, der erste Großbuchstabe vom Nachnamen und ein Ausrufezeichen. Das voreingestellte Passwort sollten Sie ändern. Alle Nutzerinnen und Nutzer bis auf die FU-Studierenden können dies unter Meine Daten tun. Beachten Sie dabei bitte die Passwortregeln der CEDAT. Sollte sich einmal Ihre Anschrift verändern, wenden Sie sich an eine der Leitstellen der FU-Bibliotheken. FU-Studierende können ihr Passwort über das CEDAT-Portal verändern und wenden sich mit ihren Adressänderungen an die Studierendenverwaltung. Direkt nach der Anmeldung sehen Sie auf der Überblicksseite Ihre Bestellungen, Vormerkungen, Gebühren und Nachrichten oder Gründe für eine Kontosperrung. Auch eine Vorschau Ihrer Ausleihen wird Ihnen angezeigt. Diese können sogar von hier aus sofort verlängert werden. Um nur ausgewählte Titel zu verlängern, rufen Sie sich alle ausgeliehenen Titel unter Ausleihen auf. Von hier aus lassen sich einzelne Medien verlängern. Natürlich nur dann, wenn die maximale Leihdauer noch nicht erreicht ist und auch keine Vormerkung eines anderen Nutzenden vorliegt. Für Fernleihen gibt es besondere Regelungen. Ihre eigenen Vormerkungen, Bestellungen aus geschlossenen Magazinen und Fernleihbestellungen können Sie hier überwachen. Ist die Bereitstellung eines bestellten oder vorgemerkten Titels erfolgt, so werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Die Bereitstellungsfristen werden Ihnen auch hier im Konto angezeigt. Sollten Sie feststellen, dass Sie einen der Titel nicht mehr benötigen, kann eine Bestellung hier auch storniert werden. Fernleihbestellungen und nicht fristgerecht zurückgegebene Medien belasten Ihr Konto mit Gebühren. Übersteigt der Gesamtwert der Gebühren 10 Euro, wird Ihr Konto gesperrt und an dieser Stelle erscheint eine entsprechende Notiz. Um ein Buch aus einem geschlossenen Magazin zu bestellen oder ein ausgeliehenes vorzumerken, öffnen Sie die Detailsanzeige eines Titels. Navigieren Sie zu den Standorten und betätigen Sie den Bestellbutton. Der Abholort kann ausgewählt werden. Sie können also zum Beispiel ein Buch aus dem Magazin der Universitätsbibliothek in die Campusbibliothek bestellen. Beachten Sie dabei aber bitte, dass der Transport 1 bis 2 Öffnungstage dauern kann. Über die Bereitstellung werden Sie informiert. In der Regel werden die Titel 5 Öffnungstage zur Abholung bereitgestellt. Diese Meldung informiert Sie über den Erfolg der Bestellung. Zusätzlich zu den bisher gezeigten Funktionen können Sie Ihr Konto auch nutzen, um getätigte Suchen zu wiederholen und gegebenenfalls zu speichern. Auch können einzelne Treffer gespeichert und in Favoritenlisten organisiert werden. Die Suchen, die innerhalb einer Sitzung getätigt wurden, können über den Suchverlauf aufgerufen werden. Suchanfragen können hier dauerhaft gespeichert werden. Sie können die Suchanfragen auf diese Weise regelmäßig wiederholen, um sich über neue Veröffentlichungen zu einem Thema zu informieren. Ebenso können gespeicherte Suchanfragen wieder gelöscht werden. Interessante Treffer können Sie leicht mit einem Klick auf die Pinnadel Ihren Favoriten hinzufügen. Die gesammelten Favoriten können hier aufgerufen werden. An dieser Stelle können Sie einzelnen oder mehreren Treffern beliebige eigene Labels hinzufügen, um sie so zu strukturieren und später wieder aufzurufen. Hinzugefügte Labels lassen sich auch schnell wieder entfernen. Auch für die Favoritenlisten können Sie die umfangreichen Exportfunktionen in Primo nutzen. Nun kennen Sie die Funktionen, die Ihnen das Konto in Primo bietet. Vielen Dank für Ihr Interesse.